Marina, ein knapper 1:0-Sieg gegen Bremen. Was für ein Spiel. Bremen hat es euch heute richtig schwer gemacht, oder? Ja, also sie haben defensiv tatsächlich sehr, sehr gut gestanden. Ja, auf dem Platz war es nicht ganz so einfach, irgendwie Fußball zu spielen. Das hat es dann nochmal irgendwie schwerer gemacht. Und deswegen war das ein hart erarbeiteter Sieg, ja. Jetzt ist dieses Fußballjahr vorbei, die Hinrunde noch nicht ganz. Was ziehst du für eine Zwischenbilanz? Ja, ich glaube, wir hatten Höhen und Tiefen in der gesamten ersten Saisonhälfte jetzt. Müssen daran auf jeden Fall arbeiten, dass wir da konstanter werden. Hatten eigentlich jetzt zuletzt tendenziell eher eine bessere Phase, aber es ist noch einiges an Steigerungspotenzial da, deswegen werden wir uns das fürs neue Jahr auf jeden Fall vornehmen, das werden wir ins Trainingslager nehmen und ja. Wie groß ist jetzt die Vorfreude auf den Winterurlaub? Ja, es ist ja eine sehr kurze Winterpause in diesem Jahr, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns, glaube ich, alle sehr auf die Familie, auf zu Hause oder eben halt auch Urlaub, das ist ganz unterschiedlich bei uns, aber ja, also meine Freude ist riesig, deswegen wird auch nicht lang gefackelt und morgen früh direkt losgefahren. Super, dann eine schöne Zeit dir und vielen Dank. Danke auch, frohe Weihnachten. Camilla, 1:0 gegen Bremen, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie zufrieden bist du heute mit eurem Spiel? Ja, wir haben gewonnen, von daher schon zufrieden, das ist das Wichtigste. Ja, ein 1:0, was sehr hart erkämpft war und sehr schwierig war, war nicht unser bestes Spiel, aber am Ende zählen natürlich die 3 Punkte. Du bist heute durch den verletzungsbedingten Ausfall von Kathi sehr früh in die Partie gekommen. Wie war es für dich? Ja, war dann kam dann doch ein bisschen überraschend halt, dass ich doch so früh ran musste, aber ja klar, also war froh, dass es dann doch noch so war, dass ich noch einigermaßen warm war und dann auch direkt drauf konnte. Habe versucht, mich einigermaßen schnell reinzufinden und ja. Tommy, 1:0 gegen Bremen, war es das erwartet eklige Spiel? Ja, absolut. Wir waren darauf vorbereitet, dass so ein letztes Saisonspiel eben auch durchaus seine Tücken hat und ja, dass wir auch nochmal maximal gefordert sind. Und das waren wir heute in verschiedenen Bereichen und bin sehr froh, dass wir wirklich ja, uns durchgesetzt haben, weil das war heute die Aufgabe. Wie zufrieden bist du jetzt insgesamt mit der Leistung? Genau, ihr habt euch lange schwer getan, dann hat es jetzt aber doch noch geklappt. Wusste nicht wohin. ja, also wie bewertest du diese Leistung jetzt auch im Blick sozusagen auf das, was ihr in den vergangenen Wochen gezeigt habt? Es gab ja einige Höhen und Tiefen. Wie ist das heute einzuschätzen? Ja, in dem Spiel war es ähnlich. Da war eine ganze Menge drin natürlich. Ich glaube, das ist generell natürlich so, dass es wirklich auf schwierigen Belag heute war. Wir haben uns schwer getan, das Spieltempo dadurch wirklich hochhalten zu können, weil eben auch da wir ein bisschen mehr Kontrolle brauchten, ein bisschen mehr Zeit brauchten am Ball. Das hilft natürlich der defensiveren Mannschaft, immer mal wieder gut in Position zu kommen. Aber dann geht es wirklich darum, über Wille, über jeden einzelnen Moment sich eben auch durchzusetzen. Und das ist uns heute gelungen. Von daher bin ich da sehr, sehr stolz auch auf die Mannschaft, auch auf die Leistung, das heute nochmal ja, wirklich in 3 Punkte umzumünzen und somit dann eben auch als Tabellenführer ja, unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen. Jetzt geht es genau erstmal in den Urlaub sozusagen. Spielen da schon die Gedanken an das, was im Januar kommt, mit rein oder ist jetzt wirklich erstmal Abschalten angesagt? Nein, wir haben schon in den letzten Wochen ein paar Themen vorbereitet, die wir natürlich auch in der Vorbereitung platzieren wollen. Von daher ist das immer ein normaler Prozess, der dann eben auch läuft. Aber generell war uns wichtig, heute nochmal mit 3 Punkten abzuschließen. Und ja, da einfach unseren Weg weiterzugehen, um jetzt dann eben auch wieder den Fokus in Trainingswochen, in der Vorbereitung, dann eben auf Inhalte zu lenken. Heute waren noch mal über 2.800 Zuschauer hier im AOK-Stadion und das am Montagabend. Ja, was sagst du zu den Fans sozusagen noch mal kurz vor Weihnachten? Ja, auch wichtig. Die haben uns auch eben im Rahmen der zweiten Halbzeit immer wieder in Situationen reingebracht. Auch da immer noch mal wieder Stimmung reingebracht, in gewissen Momenten auch von Foulspielen und so weiter. Und von daher waren sie genauso da wie wir heute, um diese 3 Punkte mitzunehmen. Und das ist immer im Einklang. Von daher waren wir froh über diese Anzahl, auch an dem Montagabend. Super, vielen Dank dir. Ich danke euch.